Die Geschichte des Sintflutes wurde der gesamten Menschheit bekannt. Viele glauben daran und einige tun es nicht. Diejenigen, die nicht daran glauben, haben rationale Argumente gegen eine globale Sintflut. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Beweise, dass es eine globale Sintflut überhaupt gab. Viele Religionen und Epochen berichten über die Sintflut lange zuvor, als es eine Bibel, Juden oder Christentum gab. Sumera, germanischen Heidentum, chinesischen Altertum, altamerikanischen Indianer, Juden und Christentum stellt die Sintflut als ein globales Ereignis dar, die Welt und ihre höchsten Berge überflutete. Aus der Bibel entnehmen wir: Und das Wasser stieg immer noch höher über die Erde, sodass alle höchsten Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, überflutet wurden. 15 Ellen hoch ging das Wasser über sie hin, sodass die Berge überflutet wurden. Die Bibel behauptet, dass die Sintflut über 8.849 Meter hoch war. Denn der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, ist so hoch. So eine Sintflut wäre noch verheerender als der Komet, der die Dinosaurier auslöschte, gewesen. Diese globale Sintflut habe angeblich dazu geführt, dass alle Menschen, die keinen Schutz in der Arche ersuchten, starben und nur der Auserwählte und seine Anhänger überlebten. Die Bibel besteht ausdrücklich, dass die Sintflut den ganzen Globus umfasste. Denn es heißt, keine Flut soll es geben, die den gesamten Planeten überflutet. Aus geowissenschaftlicher Sichtweise hat es so eine globale Sintflut nie gegeben und die Beweise gegen eine globale Sintflut sind unwiderlegbar. Auch die Ahnenforschung bestreitet, dass eine globale Sintflut, die nur eine Handvoll Menschen überlebte, gegeben hat. Heute existieren Tausende von Völkern und wenn nur eine Handvoll Menschen diese Sintflut überlebt hätte, dann hätten wir nur eine Handvoll Völker. Der Glaube an die Sintflut basiert auf Fake News der Bibel. Die falsche Ansicht der Bibel führte zu Missverständnissen bei der Sintflut. Der Koran sagt jedoch, dass die Flut lokal war. Lokale Überschwemmungen sind sehr häufig und die Sintflut war laut Koran lokal und sie betraf nicht den gesamten Planeten. Im Koran heißt es: Steige mit dem Frieden von uns aus und mit dem Segen für dich und die Gemeinschaft von denen mit dir. Und die anderen Gemeinschaften werden mir Wohlstand gewähren und später werden wir ihnen schmerzhafte Folter zufügen. Wenn nur Gläubige an Bord der Arche gingen, aber immer noch die Ungläubigen überlebten, bedeutet dies, dass es nur eine lokale Sintflut war. Im Koran wurde der letzte Prophet namens Mohammed zu allen Nationen gesandt. Aber Noah wurde nur zu seinem eigenen Volk gesandt. Im Koran heißt es: Und wir haben dich, Mohammed, nur als Barmherzigkeit für alle Nationen gesandt. Der letzte Prophet wurde zu allen Nationen gesandt. Aber Noah wurde nur zu seinem eigenen Volk gesandt. Denn es heißt: Wir haben Noah zu seinem Volk geschickt. Der Koran sagt aus, dass Noah nur zu seinem eigenen Volk gesandt wurde. Also ertränkte die Flut nur Noahs Volk. Denn es heißt weiter: Und das Volk Noahs ertränken wir. Also ertränkte Gott nur die Ungläubigen aus Noahs eigenem Volk, aber nicht alle Nationen der Welt. Laut Koran hatten alle anderen Nationen nichts mit der Sintflut zu tun. Das bedeutet, dass es sich nur um einen lokalen Sintflut handelte, aber betraf nicht den gesamten Globus. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Beweise für eine globale Flut. Lokale Überschwemmungen sind jedoch sehr häufig und von Wissenschaftlern erwiesen und mehrfach belegt. Ein Anstieg des Meeresspiegels oder tagelange Niederschläge können eine lokale Flut verursachen. Auch könnte eine Umpolung ein Grund für eine Sintflut sein. Die Sonne sendet nicht nur Licht und Neutrinos zur Erde, sondern ein breites Spektrum an geladenen Teilchen. Je nach Sonnenaktivität ist dieser Sonnenwind stärker oder schwächer. Seit Jahren gibt es Anzeichen dafür, dass unser Schutzschild an Stärke verliert. Bereits heute zeigt die Erde wabernde Flecken vom Magnetfeldanomalie. Schon bald könnte ein chaotisches Magnetfeld mit mehreren Polen stehen und schließlich tauschen Nord- und Südpol ihre Plätze. Dies würde dann bedeuten, dass die Sonne von Westen aufgeht. Die letzte Umpolung der Erde fand nach heutigen Lehrmeinung vor 700.000 Jahren statt. Doch das könnte auch viel schneller passieren. Durch eine Supernova eines anderen Sterns kann das Schutzschild der Erde wenig entgegenwirken. Eine Umpolung verursacht einen globalen Tsunami,
der 100 Kilometer oder mehr ins Landinnere andringen kann. Und schließlich wird die Sonne von Westen aufgehen. Diese realistische Gefahr hatte der Film 2012 thematisiert. Auch diese Möglichkeit zieht der Koran in Betracht, denn es heißt, der jüngste Tag wird nicht kommen, bis die Sonne von Westen aufgeht. Eine Sintflut aus biblischer Sichtweise ist unmöglich, aber auf der islamischen ist sie eine ernstzunehmende, realistische und wissenschaftliche bestätigte Gefahr.